Moin und willkommen zurück zu Satisfactory. Und wie ihr seht, es läuft alles wieder, das heißt Blackout behoben. Aber wir haben ein neues Problem und das ist mindestens genauso schlimm. Moment, ich gehe mal in die Tube rein. Und zwar, das hatte ich nie auf dem Schirm. Meine AKWs produzieren ja den Atommüll und der ja eigentlich wiederverwertet werden soll. Eigentlich. Was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass uns Alu ausgeht, und zwar massiv und genau zu sein Kühlkörper. Das heißt, es wird aktuell so gut wie fast gar nichts von meinem Atommüll wiederverwertet. Das heißt, irgendwann läuft es voll. Die ganzen Anlagen, dann läuft das AKW voll. Es ist zwar noch ein Lager dazwischen, das ist aktuell komplett leer. Aber das ist eine Frage der Zeit. Und dann haben wir den nächsten Stromausfall. Ich könnte natürlich noch mehr Lager dazwischen stellen, um Zeit rauszuziehen, aber das ist ja auch irgendwie langweilig. Gut, das heißt, Plan ist jetzt. Ich denke mal, da haben wir noch etwas Zeit, aber wahrscheinlich könnte es auch schneller gehen als gedacht. Mal gucken. Wir machen jetzt die AKWs, wo wir hier zuletzt gemacht haben, komplett fertig. Das heißt, wir machen jetzt halt hier die Wiederverwertungsanlage, dass die schon mal auf jeden Fall safe laufen. Und dann kümmern wir uns um Alu. Und zwar machen wir das jetzt hier, wo wir gerade rauskommen. Hier müsste irgendwo Bauxit sein, genau. Haben wir auch Kohle. Also das sollte funktionieren. Wasser haben wir hier auch. Also kein Problem. Das ist der Plan. Mal gucken, was alles dazwischen kommt. Wir werden wahrscheinlich eh ein bisschen brauchen. Ein bisschen dauern, genau. Ein bisschen brauchen, bis die Wiederverwertungsanlage fertig ist. Obwohl wir solche Sachen wie Steuerstäbe und so eigentlich schon haben. Mal schauen. Mal gucken. Gut, das dazu. Ja, nur Probleme. Aber ist ja auch irgendwie ja gut. So, ich nehme ja noch gleich Treibstoff mit. Zack, zack. So, und dann fliegen wir so weit hinter, wie es geht. Beziehungsweise Bauxit haben wir ja hier schon. Das müsste ich mir gar nicht mehr herholen. Ja. So, ich hoffe, ich habe alles dabei. Ich habe alles in der Task reingemacht rechts. Mal gucken. So Kleinigkeiten produzieren wir ja vor Ort. Gut, die Wiederverwertungsanlage, würde ich sagen, kommt direkt hinter den AKWs. Ich müsste es mal gucken. Ich habe da zwei Lager hingestellt. Wie schnell die jetzt volllaufen. Ob ich da halt wirklich krass Zeitdruck habe. Ja, eigentlich schon, weil in der Hauptbase laufen sie auf jeden Fall voll. Ein paar Kühlkörper werden produziert. Aber halt viel zu wenige. Das ist das Problem. So, ohne dass ihr Dinger aufplatzt. Vielleicht Munition vergessen. Naja, wurscht. Habe ich eh nicht, wirklich. Passt. Gut, hier sind meine AKWs, 4 Stück. Übrigens, ich bin ja froh, dass das alles wieder läuft, aber ich habe mir tatsächlich etwas mehr Puffer erwartet. Gut, es sind auch bloß 4 Anlagen, also ich hätte deshalb nicht so viel erwarten sollen. Aber wir können gleich mal gucken, es ist nicht viel. Es könnte sein, dass wir hier bald wieder ausbauen müssen. So ein Geweih. Tatsächlich. Bleibst du mal hier? Mir noch gar nicht aufgefallen. Nein, soll's. Gut, genau. Also, wir produzieren 45.200, schwankend wegen diesen Geodingern, Geothermalwerken. Und Verbrauch haben wir 37.000. Ich habe auch schon einen Peak gesehen, bis auf 40.000 hoch. Also viel Puffer ist nicht. Aber gut, die Batterien laden nebenbei. Sollte schon gehen. Erstmal. Wie schaut es eigentlich hier aus?
Ja, Brennstäbe sind drin, mehr oder weniger. Zwei Stück, aber ja, okay. Die halten ja auch ziemlich lange. Gut. Wie viel ist es eigentlich von dem Müll mittlerweile angekommen? Ja, gut, es geht. Also da habe ich Zeit. Passt. Jetzt ist es so, wie viel... Tja, jetzt ist natürlich die Frage, 50 Abfall pro Minute. Wir machen hier mal Platz. Ich weiß gar nicht, wie viele Anlagen ich brauche. Dann machen wir noch... Das wird auch gar nicht so klein. Aber jetzt einfach mal... Nee, Quatsch, wir machen das so. Eine Reihe machen wir noch. Genau, hier kommt dann so einer mindestens, also zwei mindestens, würde ich sagen. Und genau die hier brauche ich. Ist die Frage, ich weiß halt nicht, wie viel. Atommüll ich brauche. Das ist das. Ne, ich verwende. Das heißt, ummantelte Plutoniumfälle. Braucht. Das ist schon das Richtige gewesen, oder? Ich glaube, ja. Und die bekomme ich her. Teilchenbeschleuniger. Okay, dann schauen wir mal. Wir stellen jetzt einfach mal alles auf. Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm, wie das genau funktioniert hat. Die habe ich gebraucht, oder? Plutonium-Pellets. Wir machen das so. Wir machen einfach zwei Anlagen hin. Halt, Moment mal. Ummantle Plutoniumzelle. Ich bin schon wieder verwirrt. Hier. So muss das gemacht werden. Alugehäuse. Ja, geil. Nicht spaltbares Uran. Ich kann das auch. Tut mir leid, aber ich muss jetzt echt gucken. Alu ist das total dumm. Ich brauche ja sowieso viele Kühlkörper. Scheiße. Sieben,5 brauche ich da pro Minute. Das ist nicht viel, oder? Und der spuckt aus. 10. Und dann brauche ich nicht spaltbares Uran. Im Mixer. Wir stellen das jetzt einfach mal grob auf. Wo ist jetzt der Mixer hin? Hier. Hier würde das auch gehen, da bräuchte ich Uran, das wäre kein Problem. Schwefelsäure schon eher da. Wohl auch nicht. Glühbares Uran. Mit Petersäure, ja, klar. Scheiße. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Problem. Halt Quatsch, Salpetersäure.
Kann man nicht mehr abbrechen. Wird hergestellt. Nee, aus Salpetersäure. Oder? Nee. Das wird mir jetzt nicht. Stickstoffgas, glaube ich. Moment mal. Genau. Das hätte ich hier. Das geht wirklich. Okay. Das ist alles so. Wasser kein Problem, Eisenplatten auch kein Problem. Eieieiei. Die Frage ist, was ist besser? Uranabfall 25. Hier bräuchte ich halt noch Quarzsand. Was auch kein Problem ist. Gut. Oh, ich habe Wasser. Das Endprodukt ist natürlich schlecht. Hier auch. Ah, ich kotze ab mit diesem Wasser als Endprodukt. Wir machen das jetzt ganz, ganz sauber. Pass auf. Eins nach dem anderen. Wir bauen hier nochmal eine Anlage hin von denen. Wir bauen noch eine zweite an. Wir bauen drei Anlagen insgesamt. Sicher ist sicher. Und dann gucken wir mal. Weil wenn ich jetzt da das Knobeln anfange, flippe ich aus. Also, wir bauen von hinten nach vorne. Und dann erklärt sich das schon alles irgendwie. Ich denke mal, der Platz wird nicht reichen. Mal gucken. Zack. Zack. Dann wäre es vielleicht. Moment, ich könnte eigentlich. Ach, was. Ich weiß es nicht. Jetzt erst Alu machen, tatsächlich. Weil ich ja sowieso Alu brauche. Und zwar machen wir das jetzt nochmal anders, lol. Okay. Wir brauchen Kühlkörper. 7,5. Ich mache jetzt mal die ganze Alu-Produktionssache, was wir hier brauchen. Die stelle ich jetzt mal hier her. So, die werden hergestellt, glaube ich, hier. Und was ist der Wärmetauscher? 10. Alugehäuse und Gummi. Hätte ich beides eigentlich? Also, Alugehäuse habe ich nicht, aber Gummi hätte ich da. Kupferbleche wäre auch kein Problem. Habe ich hinter mir. 37,5 Platten. Ja. Aber ich glaube, ich habe 7,5 reichen ja. Gut. Das dazu. Und dann brauche ich noch Alugehäuse. Und da brauche ich dann wie viel? Das ist verrückt. Wie viel brauchen 15? Also zwei Anlagen. Oder eine komplett voll. Das würde auch gehen, oder? Das sind wir bei 25 und wir brauchen. Oh, das ist schon wieder. Ja, das geht. Machen wir eine mit drei Schnecken. Das heißt, wir brauchen bloß 25 Alugehäuse. Das ist nicht viel. Machen wir gleich daneben. Mir geht es bloß, ja. Hab's gewusst. Eisenplatten aus. Und Beton hole ich auch noch gleich. Kupfer haben wir hier. Ja. Dann sollte ich mich vielleicht
Doch, der hat ein Geweih und eine rote Nase. Ist mir gleich aufgefallen. Ich bin ja gespannt, wie lange das Weihnachtsevent hier noch geht. Weil, ja, es ist Mitte Januar bald. Also bald. Noch nicht ganz, aber. Gut. Gut, bei vielen ist auch am 6. Januar erst Weihnachten. So, Vollstopfen gemisst. Dann Beton holen. Jetzt ist tatsächlich die Frage, mache ich als allererstes Alu noch? Ich muss es ja so oder so machen. Vielleicht wäre das nicht verkehrt. Weil ich bekomme die Anlage ohne Alu gar nicht zum Laufen. Wenn ich erst Alu hätte, dann würde zumindest schon mal die Anlage in der Hauptbase vernünftig laufen. Nein. Ich will bloß mal gucken, wie viel noch drin ist. Ja, schon noch ein bisschen. Gut. Ja, jetzt pushe ich erstmal das dann noch schnell zu Ende, mache das Brainstorming zu Ende und dann gehen wir mal zum Alu. Dass jetzt schon mal das grobe Gerüst ungefähr steht. Zack, Alu-Gehäuse. Genau, 60 haben ja gereicht, glaube ich. Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Es ist unglaublich. Ganz leicht. Warum braucht es bloß so wenig? Das gibt es doch gar nicht. Dann. So, du brauchst Alubahn 90. Und du brauchst diese komischen Platten. Dann machen wir das hier mal noch fertig. Diese Alklad-Platten, die werden in der Gießerei gemacht. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Hier kann das sein. Autosave. Genau, okay, wir brauchen mehr Platz, sehe ich gerade. Das heißt, hier müssen 37,5, okay, brauchen wir vielleicht doch nicht so viel Platz. Ich habe nur noch eine Schnecke, ich möchte die nicht ausgeben. Das heißt, ich brauche eine zweite. Ich müsste langsam mal ein paar Förderbänder bauen, weil sonst bin ich komplett verwirrt. Hier. Genau, das muss ich nochmal durchgehen. Hier brauche ich Alubahn 60 ungefähr, nicht ganz eigentlich. 60, 150, genau, gut, Moment. Dann fusionieren wir das, dass wir jetzt langsam ein bisschen Struktur reinbekommen. Das geht natürlich jetzt wieder nicht, ich kotz. Und verschieben wir das nochmal. Nein, 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 nein. Hä? Moment.
Scheiße. Kühlkörper. Fuck. Genau. Hier kommen die Kühlkörper. Auch hier nochmal mehr Platz. Jetzt wird's mal gucken, wie ich das mache. Förderbandsplitter. Also ich würde sagen, von der Seite kommen dann die Aluplatten und von der Seite das Kupfer. Richtig? Richtig. Der Platz verschwenderisch wieder gebaut. Zurzeit habe ich das echt. Ich weiß auch nicht warum. Genau, hier kommen die Aluplatten. Die gehen dann unten weiter. Und die gehen dann genau. Also die Aluplatten, die Alubarren kommen da, die gehen dann hier rein. Genau. Und dann brauche ich hier 20 Kupferbarren, das ist kein Problem. Und Kupferbleche, das ist auch nicht so das Problem, weil Kupfer ist ja gleich hier. Das heißt, wir gehen da nochmal hinter. Das wird wunderhübsch wieder alles. Aber es läuft, es läuft. Ich bin nicht mehr so verwirrt wie vor 5 Minuten noch. War schon noch, aber nicht mehr so krass. Gut. Jetzt holen wir erstmal das Band her. Das ist ja gleich hier. Bin ich gespannt, ob das funktioniert mit dem Splitter draufsetzen. Da habe ich immer so meine Probleme. Aber er rastet auch manchmal ein. Ja, es funktioniert. Gut, dann haue ich hier auf jeden Fall nochmal. Vielleicht sollte ich. Wie viel Platz habe ich denn? Ja. Dann MK3 meiner draus machen. Hab jetzt alles da. Komisch, ich brauche für das Upgraden auch wieder 3 Miner. Mit einem geht's nicht, glaube ich. Jetzt tauscht das quasi aus. Ja. Das brauche ich nicht. Ja, und die 2 habe ich wieder in die Tasche bekommen. 240. 360. Schauen wir mal, so viel brauche ich glaube ich nicht. Ich habe es letztes Mal oben noch gesagt, vielleicht sollte ich nicht so verschwenderisch sein mit dem Kupfer. Hm? So, Schmelzöfen. Jetzt mache ich das tatsächlich mal so. Das heißt, hier sind 30, 60, 90, 120. So viel brauche ich, glaube ich, gar nicht. Mal die Dinger eigentlich wegsprengen? Ich glaube nicht. Ich habe auch nichts mehr zum Sprengen dabei, oder? Nein. Geil. Naja. Also, nochmal. Verdammter Mist. 22,5 Kupferbleche. Das sind wieder 3 Anlagen. Mann, 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 Mann. Glaube ich. Halt, das machen wir in einer Linie. Das passt sogar, lol. Geil. Na, komm schon. Na. Gut, da kommen immer 10 raus.
30, Moment mal, vielleicht machen wir das tatsächlich auch so. Weil hiervon produziere ich so viel. Und hiervon nicht, aber wenn ich jetzt hier eine Schnecke rein tue. Und vielleicht noch eine, lol. 15. Dann kann ich tatsächlich auch mit zwei solchen Anlagen arbeiten. Ich stelle mir die mal hin, damit ich das weiß. Dann hätten wir theoretisch schon halt mal, hier kommt. Dann brauche ich hier aber auch noch mal eine mehr. Obwohl. Doch, das sollte sich ausgehen. Ungefähr. Ne, hier brauche ich auch noch mal eine Anlage mehr. Mist. Dass ich gleich zukunftsorientiert baue, dass ich dann einfach nur noch irgendwann AKWs hinklatschen muss. Zwei, drei. Eine Anlage geht noch hin. Passt. Das heißt, wir brauchen jetzt insgesamt. Ja, das bekomme ich in 10. Und hier sind es sogar mehr. Ja, das bekomme ich hin. Da kann ich hier eine Schnecke rausnehmen. Theoretisch. Ich mache das jetzt einfach mal überall so, damit ich das ungefähr weiß. Hier sind es 15. Hier sind es 15, dann passt das. Genau. Dann. Stahlträger kein Problem. Steuerstäbe glaube ich auch nicht. Kühlkörper brauche ich jetzt 10. Kühlkörper brauche ich 10, okay. Hey, warum brauche ich das so wenig? Moment mal. Wo 2,5, so wenig bloß. Gut. Dann passt das. Dann brauche ich 33. Dann machen wir das genauso, wie das jetzt ist. Dann kommen 50, dann passt das, genau. Jetzt passt alles, gut. Eieieiei. Also das wird hier hinten nochmal abgebaut. Das bleibt nicht so. Aber nur damit ich weiß, grob, wie das alles laufen soll. Und dann wird das hier fusioniert. Habe ich jetzt die anderen auch falsch gestellt, oder? Ich bin so. Halt, aber der müsste doch stimmen, oder nicht? Nein. Meine Güte. Das war jetzt wieder geil. So, ich fusion. Halt, ich muss es ja fusionieren. Stimmt. Zack, fusionieren. Und dann kommen hier Splitter hin. Der passt nicht. Genau. Gut, ich verbinde das mal alles, weil sonst. Perfekt. So, ich mache jetzt hier auch mal ein bisschen die Arscharbeit gleich noch. Geht's natürlich nicht auf. Ja, klar.
Na komm. Gut. Und du gehst jetzt mal hier so her. Verbindest das gleich, das und das. Dann hätten wir Strom auch schon mal. Es ist wieder maximal verwirrend heute alles für mich. So, dann können wir gleich das nächste abbacken. Genau, wir fusionieren die hier alle und machen da gleich den Schredder hin. Genau. Perfekt. So, Spezial war das. Ja. Gut. Ja, auch wenn es 100% chaotisch ist bis jetzt, also bei mir, für mich zumindest, läuft es doch ganz gut. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich muss den jetzt hier doch wieder wegmachen, ist so ein Mist. Ich stelle den jetzt einfach mal nochmal hierher und eine Schnecke warte dann. Genau. Dann, es wird dunkel. Aber es hat es halt lange hell gehalten. Jetzt ist natürlich das Ding, das ist alles ein bisschen arg eng. Schade. Das sollte vielleicht wegen mir noch gehen. Wie viele Bauteile brauche ich denn? Vier, richtig? Ja. Autosave. Jetzt muss ich nochmal gucken. Zack, zack. Stahlträger. Okay. Dann kommt quasi alles von rechts, außer das. Ach du Scheiße. Gut. Mich nervt, dass ich das nicht sehe längs. Nicht vernünftig. Gut, die MK4-Platten gehen jetzt auch gleich aus. Die darf ich mir gleich holen. Aber das möchte ich jetzt auf jeden Fall heute noch fertig bekommen. Gut. Und hier kommen dann quasi schon mal die Sachen, wo da rauskommen, rein. Genau, jetzt hole ich mir erstmal diese Aluplatten. Ich könnte. Da komme ich vorbei. Hier komme ich auch vorbei, das ist sehr gut. Jetzt habe ich keine Stahlbetonträger mehr. Naja, nicht so schlimm, ich habe ja noch welche. Und im Zweifel müssen wir dann mit MK5-Bändern arbeiten. Die ich mir aber eigentlich für die Aluproduktion aufheben will, weil bei der Aluproduktion mit diesem Alu-Schrott, da kommt so viel Mist raus, dass da die MK4-Bänder schnell an Grenzen kommen. Gut.
Biel ist nicht mehr da. Genau, vielleicht sollte ich jetzt. Ich habe schon wieder mehrere Baustellen, das ist mein Problem. Scheiße. Naja. Jetzt machen wir hier erstmal die ganzen Splitter fertig, damit ich das hinter mir habe. Und wenn ich da jetzt einen falsch gestellt habe, wenn ich nochmal alles abreißen darf. Ich sollte vielleicht erst testen, bevor ich jetzt gleich das Fluchen anfange. Das ist sau eng gewesen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die nochmal näher dran stehen hätten können. Aber ging. War ja Chefsache. Das Ausrichten alles. Gut. Das geht, dann geht es halt drüben auch. Passt. Dann haben wir das auch schon mal. Gut, perfekt. Schaut zwar vogelwild aus, aber ich finde, es ist immer die beste Lösung, sowas zu machen. Ach du Scheiße. Okay. Okay, 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 okay. Also, ich reiß das jetzt nochmal ab. Aber das ist die beste Lösung. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie anders machen kann. Ah, geil. So, Splitter, herkommen. Zack, zack, ja, passt. Jetzt passt alles gut. Man könnte natürlich, wenn die Gebäude überhöht sind, mit Liften nach unten weggehen, jeweils mit 4 Stück, dann schaut das schön sauber aus. Aber wenn man das so machen muss. Also, ich weiß ja nicht. Es ist irgendwie. Naja. Gut, hier kommen die Kühlkörper rein. Und die werden ja hier gemacht. Genau. Ah, brauche ich hier nochmal eine Reihe? Hilft nichts. Gut, und jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Elektromagnetische Steuerstäbe brauchen wir jetzt seit 4 mal 1, also 6 Stück in Überschuss. Vielleicht sollte ich die schon mal etwas separat einlagern lassen. Genau, hier kommen sie. Das ist ja. Deswegen habe ich das mit den Splittern hier gemacht. Perfekt. Dann machen wir da auch mal einen Steg rüber, damit das schön ausschaut. Also, schön, ihr wisst, was ich meine. Genau. Dann kann das schon mal halbwegs eingelagert werden. Falls wir doch minimal zu wenig Produktion haben, kann das jetzt mal volllaufen. Aber eigentlich müsste das passen, ich kann gleich mal gucken. Komme ich da jetzt hoch? Ja.
Ich sollte vielleicht echt mal irgendwann eine Leiter bauen. Hier werden die gemacht, genau. Ja. Es sind 12 Stück. Und davon brauchen wir ja so viel niemals. Bei E-Begrenzer kommen ein bisschen arg wenig, habe ich das Gefühl. Ja, die müssten aber auch. Vielleicht liegt es daran. Aber das passt. Okay, jetzt wird es stockdunkel. Okay, naja. Gut. Sehr chaotisch, aber mal gucken. Das hier hat schon wieder halbwegs Struktur hier alles. Das schaut gut aus, Leute. Bis auf das Geschenk dazu. Naja. Und das hier. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.